Yo Leute, was geht ab? Kibilb hier wieder am Start seit einer langen Zeit. Wie bekommt man das blaue Tomahawk? Ja, das beantworte ich jetzt mal schön. Was ist das blaue Tomahawk? Das blaue Tomahawk ist das Upgrade vom roten Tomahawk auf der Map Mob of the Dead DLC von Black Ops 2 Zombie Mode. Ist eine richtig geile Map, fette Location. Ich mag die Map, weil es so viele Easter Eggs gibt, beziehungsweise weil man so viel machen kann und das Spiel eigentlich nie langweilig wird. So, wie bekommt man das blaue Tomahawk? Als erstens fliegt ihr auf die Brücke. Wie ihr auf die Brücke fliegen könnt, dazu verlinke ich ein Video und werde selbst mal eins machen. Sobald ihr das gemacht habt, geht ihr auf die Brücke. Einer soll trainen. Die anderen zwei stellen sich nach hinten und werfen nur das Tomahawk rein. Nur das Tomahawk reinwerfen. Keine Granaten, keine Schüsse abgeben. Auf keinen Fall. Falls einer von euch down geht, muss dieser wieder von neu anfangen, die Zombies nur mit dem Tomahawk zu killen. Auf jeden Fall müsst ihr 30 Zombies nur mit dem Tomahawk killen. Ich empfehle euch, das so früh wie möglich zu machen, da es dann noch einfacher ist. Wenn ihr das bei Runde 20 oder später erst macht, dann endet das meistens nicht gut. Ich würde auch empfehlen, es aufzuladen. Dann geht ihr wieder zurück mit dem elektrischen Stuhl. Lauft dorthin, wo der erste Hund ist. Ihr wisst, wo das ist, nehme ich an. Und werft das Tomahawk genau in die Lava. Ihr müsst das Tomahawk hier nicht aufladen, könnt ihr aber. Dann geht ihr zum Waschraum. Dort geht ihr ins Jenseits. Anschließend geht ihr dort, wo ihr das rote Tomahawk geholt habt. Es ist ganz wichtig, dass ihr im Jenseits seid, sonst könnt ihr das Tomahawk nicht holen. Hier seht ihr schon, schön blau alles, richtig nice. So, nun könnt ihr das blaue Tomahawk nehmen und ihr habt das blaue Tomahawk. Das blaue Tomahawk ist upgegradet, das heißt, es ist viel stärker, ist nicht schneller und fliegt nicht länger, aber es ist stärker und es rentiert sich. Macht auf jeden Fall auch Bock, es zu machen und ich empfehle es euch. So, in dieser Hinsicht würde ich sagen, Cheerio, haut rein und brav weiter KiwiLP gucken. Peace!